Das erste Schlagzeug zu finden kann ziemlich überfordernd sein. Schließlich gibt es Dutzende verschiedener Marken mit noch mehr verschiedenen Serien. Was soll ich mir kaufen? Wie viel Geld muss ich ausgeben? Auf was muss ich achten? Soll ich gebraucht oder neu kaufen? Elektronisch oder akustisch? Das sind nur einige der Dinge, die dir vielleicht durch den Kopf gehen. Auf all diese Fragen möchte ich so gut es geht in diesem Video eingehen und dir so hoffentlich deine Entscheidung erleichtern. Im Prinzip musst du dir erstmal nur zwei übergeordnete Fragen stellen. Erstens, muss ich aufgrund der Lautstärke auf irgendwen Rücksicht nehmen? Und zweitens, wie viel Geld bin ich bereit auszugeben? Die Beantwortung dieser Frage verrät dir schon mal, ob du dich eher nach einem akustischen oder nach einem elektronischen Drumset umschauen solltest. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn du dir für viel Geld ein akustisches Schlagzeug kaufst, nur damit 5 Minuten, nachdem du angefangen hast zu spielen, deine verärgerten Nachbarn vor der Tür stehen. Das führt im Endeffekt nur dazu, dass du gehemmt spielst und keinen wirklichen Spaß entwickelst. Wohnst du also in einer Wohnung oder einem Mehrfamilienhaus, würde ich dir zu einem E-Drum raten. Wohnst du hingegen in einem freistehenden Einfamilienhaus oder hast die Möglichkeit, einen externen Proberaum mitzubenutzen oder anzumieten, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ein akustisches Set zu kaufen. Später in diesem Video werden wir uns noch gemeinsam alle meine Empfehlungen anschauen. An dieser Stelle sei nur schon mal gesagt, falls dir selbst das günstigste Set, was ich dir empfehlen kann, zu teuer ist, dann schau nach diesem Set auf dem Gebrauchtmarkt. Tu dir selbst einen Gefallen und versuch nicht nach noch günstigeren neuen Sets zu suchen. Da wirst du dir höchstwahrscheinlich nur selber ins Knie schießen, da es einfach keinen Spaß macht, auf diesen extremen Billigsets zu spielen. Der Tipp mit dem Gebrauchtmarkt gilt natürlich für jedes Set, was ich dir in diesem Video vorstelle. Je nachdem, welches dir gefällt, kannst du auf dem Gebrauchtmarkt locker nochmal 300 bis 400 Euro sparen. Ich werde dir nur Sets vorstellen, die du neu für unter 2000 Euro bekommst. Ich denke, die wenigsten Leute werden für ihr erstes Set mehr als 2000 Euro ausgeben. Solltest du doch bereit sein, mehr auszugeben, befindest du dich sowieso in einer Preisklasse, in der du im Prinzip nichts mehr falsch machen kannst. Zweitens, ich werde ausschließlich die bekanntesten und am besten etabliertesten Marken betrachten. Das wären im akustischen Bereich Yamaha, Tama, Pearl, Sonor, Marpex, Gretsch, Ludwig und PDP. Im elektronischen Bereich sieht es deutlich übersichtlicher aus. Aufgrund der Preisbeschränkung und einer anderen Einschränkung, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, haben es nur Millennium und Roland auf die Liste geschafft. Für die akustischen Sets habe ich ausschließlich nach der Standardkonfiguration aus 20 oder 22 Zoll Bassdrum, 2 Hängetoms und einer Standtom geschaut. Auch der Beckensatz besteht ganz klassisch aus einer 14 Zoll Hi-Hat, 16 Zoll Crash und einem 20 Zoll Ride. Bei den elektronischen Drumsets habe ich darauf geachtet, dass sowohl Mesh-Heads als auch ein richtiges Bassdrum-Pedal und ein richtiges Hi-Hat-Pedal vorhanden sind. Denn das Problem bei elektronischen Sets ist grundsätzlich, dass man einem realistischen Spielgefühl hinterherläuft. Also einem Spielgefühl, das dem des akustischen Sets gleicht. Das Problem ist jetzt, dass die meisten günstigen E-Drums mit diesen losen Pedalen ausgeliefert werden, die man einfach irgendwo auf dem Boden platzieren kann und die dann mit einem Kabel an das Modul angeschlossen werden. Genau diese Pedale sorgen allerdings dafür, dass es im Prinzip unmöglich ist, auch nur ein einigermaßen realistisches Spielgefühl zu erreichen. Und aus diesem Grund ist kein E-Drum mit solchen Pedalen auf meiner Liste. Alles klar, dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt mal gemeinsam alle Sets am Computer an. Wir werden uns hierbei auf der Internetseite von Thomann bewegen, was im Prinzip das Amazon für Musiker ist. Alle Links, die ich gleich verwende, findest du auch unten in der Videobeschreibung. So, jetzt befinden wir uns hier auf der Seite von Thomann und schauen uns als erstes mal die sogenannten Komplettsets an. Bei diesen Sets bekommt man einen Kesselsatz, also Toms und Bassdrum inklusive Snare und Hardware und auch Becken.
Das Einzige, was meistens fehlt, sind die Sticks und manchmal auch der Hocker. Aber ansonsten das Rundum-Sorglos-Paket. Es ist allerdings auch die Kategorie, in der man noch am meisten aufpassen muss, was man sich kauft, beziehungsweise dass man auf Kosten der späteren Spielfreude nicht zu viele Kompromisse eingeht. Im Endeffekt sind es drei Sachen, auf die man achten muss. Erstens, das Holz der Kessel. Linden- und Pappelholz sind die typischen Hölzer, die man in den Einsteigerserien aller Hersteller findet. Das Problem mit diesen Hölzern ist, dass sie relativ weich bzw. porös sind und somit sehr viel Energie aufnehmen können. Das heißt, man muss sehr kräftig reinschlagen, damit die Kessel anfangen zu klingen. Diese Tatsache tut aber den meist sehr günstigen mitgelieferten Fellen nicht wirklich gut. Wenn man sich hier allerdings nach einigen Wochen vernünftige Felle zulegt und diese ordentlich stimmt, können auch solche Kessel sehr gut klingen. Zweitens, die Hardware. Wenn die Hardware minderwertig ist, wirst du keinen wirklichen Spaß entwickeln. Da rede ich jetzt vor allem von dem Hi-Hat-Pedal, dem Bassdrum-Pedal und dem Hocker. Wenn hier nach ein paar Wochen alles anfängt zu wackeln und zu quietschen, ist dir nicht wirklich geholfen. Drittens, die Becken. Hier würde ich einfach aufpassen, dass du dir keine Messingbecken zulegst. Messing ist eine Legierung, die aufgrund des hohen Zinkanteils einfach nicht gut klingt. Diese Becken sind relativ leicht an der goldgelben Farbe zu erkennen, welche durch den hohen Zinkanteil entsteht. Das Standardbeckenmaterial ist Bronze, also eine Legierung aus Kupfer und Zinn. Der Zinnanteil ist übrigens meistens in dem Namen enthalten. B20 zum Beispiel bedeutet 80% Kupfer und 20% Zinn. Wenn du all diese Dinge berücksichtigst und zusätzlich auch nur gut etablierte und bekannte Marken kaufst, hast du zusätzlich den Vorteil, dass du diese Sets im Zweifelsfall auch einfacher wieder verkaufen kannst. Wenn du dir ein unbekanntes Billigset kaufst, nur um so wenig Geld wie möglich auszugeben, kann es durchaus sein, dass du am Ende trotzdem mehr Geld ausgegeben hast, da du das Set einfach überhaupt nicht mehr los wirst. Ich werde dir jetzt also nur Sets vorstellen, die ich guten Gewissens empfehlen kann. Das heißt, vor allem in dieser ersten Kategorie der Komplettsets fliegen nochmal einige Kandidaten, auch der guten etablierten Marken, raus. Ich werde dir hier nur die jeweils günstigste Variante vorstellen, denn der Preis unterscheidet sich nochmal je nach Finish und ob du eine 20er oder 22er Bassdrum wählst. So, jetzt habe ich aber wirklich genug geredet. Wir werden uns insgesamt 11 Sets zwischen 579 Euro und 2125 Euro anschauen. Los geht's! Meine erste und günstigste Empfehlung ist das Marpex Tornado Studio Set für 579 Euro. Und zwar, hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen, in der exklusiv bei Thomann erhältlichen Konfiguration. Das Set gibt es noch in einigen anderen Konfigurationen, aber nur bei dieser Konfiguration sind die Paisti 201 Bronzebecken dabei. Meine zweite Empfehlung ist das Tama Imperial Star Set. 989 Euro, also schon ein guter Preissprung. Aber auch hier sind schon zumindest Bronzebecken dabei und eine ordentliche Hardware. Dritte Empfehlung ist das Sonor AQX Set. Auch hier Bronzebecken, sogar B8, also nochmal ein bisschen höherwertiger. Und auch wieder eine ordentliche Hardware. Was hier allerdings fehlt, ist ein Hocker. Den müsstest du dir noch zusätzlich kaufen. Und zwar würde ich empfehlen, mindestens diesen hier zu nehmen für 99 Euro. Denn bei Hockern macht es auf jeden Fall Sinn, etwas mehr Geld auszugeben, wenn man sie schon einzeln kauft, weil klapprige Hocker sehr schnell zu Rückenschmerzen führen, was unter Umständen die Spielfreude minimiert. Von daher 99 Euro oder natürlich kann man sich auch passend zum Hersteller des Schlagzeugs, für was man sich jetzt entscheidet, hier den Hocker kaufen. Das wäre bei Sonor jetzt zum Beispiel dieser hier. Kostet dann allerdings auch schon 129 Euro. Das ist aber auf jeden Fall etwas sehr Vernünftiges. Und noch ein kleiner Hinweis zu den Hockern. Ich würde immer einen Hocker mit Spindel kaufen, weil das einfach stabiler ist und sich leichter einstellen lässt. Es gibt zum Beispiel noch Hocker, die haben hier so entweder eine stufenlose Verstellung, was aber hier das Problem sein könnte, ist, dass wenn hier unten diese Arretierung nicht richtig greift, dann kann es passieren, dass man sich hier draufsetzt und während man spielt, der Sitz einfach langsam nach unten rutscht. Und dann gibt es noch eine zweite Variante, die ich nicht empfehlen kann, und zwar sind das diese Hocker,
mit den Löchern drin, wo man nur alle 3 Zentimeter quasi die Höhe verstellen kann. Das ist auch einfach nur mega umständlich und überhaupt nicht zufriedenstellend. Und dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Kategorie. Ist immer noch unter Komplett-Drumsets gelistet. Allerdings, man sieht es an den Bildern, ohne Becken. Und auch hier sind jetzt überall keine Hocker mit dabei. Das heißt, zu diesen Preisen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Yamaha Stage Custom. Das ist ein sehr ordentliches Set. Für 1.039 € kommen jetzt noch die 99 € für den Hocker dazu. Und nochmal 349 € für dieses Beckenset. Das ist das, was ich empfehlen würde. Es gibt auch noch günstigere Beckensets. Das wären dann unter anderem die beiden, die schon bei den Komplettsets mit dabei waren. Also hier das Paiste 201 und das Meinl HCS Bronze, was bei dem Tama Imperial Star mit dabei war. Aber wenn man sich die Becken schon einzeln kauft, ist ja der Sinn dahinter, dass man sich vielleicht etwas bessere Becken kauft, als bei den Komplettsets dabei sind. Deswegen würde ich die hier ausschließen und mit denen hier einsteigen. Und mit den Sultan Rockbeat kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Das heißt, hier würden also noch 99 € für den Hocker und 349 € für die Becken dazukommen. Und somit wären wir bei 1.487 € für das Set hier. Und ab dieser Kategorie sind wir übrigens auch nicht mehr bei den Einsteigerhölzern, sondern das hier hat zum Beispiel Birkenholz und die anderen werden Ahornholz haben. Ja, also Birken und Ahornholz sind schon ordentliche Hölzer, die auf jeden Fall ein bisschen bessere Klangeigenschaften haben. Das heißt, im Prinzip kann man ab dieser Kategorie schon gar nicht mehr so viel falsch machen. Das zweite Set in dieser Kategorie ist das Tama Superstar Classic. Hier haben wir jetzt einen Ahornkessel, kostet 1.199 €. Wieder plus 99 € Hocker und 349 € für die Becken, wären wir bei 1.647 €. Nächstes Set in dieser Kategorie ist das Sonor AQ1, 1.235 €. Wieder plus Hocker und Becken sind wir bei 1.683 €. Dann geht es weiter zur letzten Kategorie. Das sind die Kesselsätze ohne Hardware. Das heißt, hier müssen wir jetzt nicht nur einen Hocker und die Becken, sondern auch noch einen Hardware-Satz dazu kaufen. Und hier schauen wir uns als erstes an das Marpex Maß für 829 €. Den Hardware-Satz, den ich dazu nehmen würde, ich mache das jetzt der Einfachheit halber immer, dass ich einen passenden Satz dazu nehme. Das heißt, das wäre hier auch das Marpex Maß Hardware-Paket. Du kannst natürlich hiervon das Hardware-Paket auswählen, was du möchtest. Wenn du jetzt immer nur das günstigste nehmen möchtest, dann nimmst du halt immer dieses Marpex Maß Hardware-Paket. Ansonsten werde ich jetzt immer als Vorschlag oder in die Rechnung einbeziehen, das der Marke entsprechende Hardware-Paket. Das heißt, hier wären wir bei 389 € plus Hocker plus Becken wären wir dann insgesamt für dieses Set hier bei 1.666 €. Dann geht es weiter mit dem PDP Concept Maple, 999 € plus Hocker plus Becken plus dieses Hardware-Set für 398 € wären wir dann bei 1.845 €. Und es geht direkt weiter mit dem Gretsch Catalina Maple, 989 €, auch wieder plus Hocker plus Becken und plus dieses Hardware-Set. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen teurer als die anderen. Da wären wir dann bei einem Gesamtpreis von 1.872 € für dieses Set. Und dann haben wir als nächstes das Pearl Decade Maple, 1.179 € plus Hocker plus Becken plus dieses Beckenset hier für 419 €. Dann wären wir bei einem Gesamtpreis von 2.046 €. Das heißt, hier reizen wir jetzt schon die gesetzte Grenze von 2.000 € aus. Und nichtsdestotrotz stelle ich dir noch das letzte Set vor. Das ist wieder ein Sonor-Set, AQ2 diesmal, 1.198 € plus dieses Hardware-Set. Und da wären wir dann bei insgesamt 2.125 €. Und damit habe ich dir alles gezeigt, was ich dir zeigen wollte und vor allem auch erklärt, was ich dir erklären wollte. Denn es ist nun mal so, dass man gerade im akustischen Bereich sehr, sehr viele Dinge beachten muss. Ich hoffe, dass dieses Video dir Klarheit gebracht hat und du jetzt einen besseren Plan hast, was denn nun dein erstes Schlagzeug werden wird.
Bei den E-Drums sieht es jetzt deutlich übersichtlicher aus als bei den akustischen Drumsets und das liegt einfach daran, dass man hier nicht so viele Einzelkomponenten kaufen kann und dass es natürlich auch keine Auswahl zum Beispiel in den Finishes gibt oder in der Bassdrum-Größe. Das heißt, hier bei den E-Drums ist es so, hier gibt es meistens die sogenannten Complete Bundles, wo wirklich alles dabei ist. Das entspricht ungefähr den Komplettsets bei den akustischen Schlagzeugen. Und die schauen wir uns mal ganz kurz an. Es geht hier los für 598 € mit dem Millennium MPS 750. Da ist alles dabei, was man braucht. Dann geht es weiter mit dem MPS 850 für 675 €. Natürlich kann man jetzt bei den Bundles auch sagen, ich nehme das ohne diese Extras, also ohne Hocker, Kopfhörer und Sticks und kaufe mir den Hocker selber, dann kann man sich vielleicht einen etwas höherwertigeren kaufen. Aber ich würde sagen, hier für den Anfang ist es schon durchaus sinnvoll, wenn man einfach so ein Komplettpaket nimmt. Und du siehst es schon, die Preisunterschiede im E-Drum-Bereich kommen dadurch zustande, dass mehr Sounds und bessere Sounds verwendet werden und dass die Mesh-Heads oder auch die Becken besser ansprechen. Das ist so ganz grob und vereinfacht gesagt der Unterschied im Preis bei den E-Drums. Dann geht es hier weiter mit dem MPS 1000. Das ist jetzt optisch gesehen einem akustischen Drumset nachempfunden. Da sind wir mittlerweile bei 1100 €. Dann haben wir Two-Box. Ja, da sind hier schon ein paar spezielle Samples mit dabei von Randy Black und Simon Phillips eingespielt. Das ist eine feine Sache, kostet 1300 € knapp. Dann haben wir als nächstes das Roland TD17. Da sind wir jetzt schon bei 1900 €. Auch auf jeden Fall ein amtliches E-Drum. Und als letzte Option haben wir das Gewa G3. Und da sind wir dann auch bei den 2000 €. Und das war es tatsächlich schon, was die Auswahl an E-Drums anbelangt. Also wie gesagt, deutlich, deutlich weniger als bei den akustischen. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Da fällt die Entscheidung umso leichter. Das heißt, da würde ich einfach sagen, mach mit dir aus, wie viel Geld du bereit bist auszugeben und dann nimm einfach das entsprechende Set.